So, ich hoffe, der kurze Einspieler hat euch gefallen. Heute geht es um den Kaffeepadhalter für die Tassimo und wir gehen gleich rüber zu Thinkiverse und Kura und da zeige ich euch mal, wie ich das Ganze eingestellt habe. So, jetzt befinden wir auf Thinkiverse. Es gibt viele Tassimo-Halter. Ich habe mich für den von Saberlot entschieden. Wir klicken mal rauf. So, da haben wir ihn. Also an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank an Saberlot. Und wir gucken uns jetzt mal die ganze Tassimo-Halter an. Hier sehen wir den Tassimo-Halter mit zwei Farben, innen mit Schrift und außen der Halter. Das muss ich gleich vorneweg sagen, hat bei mir nicht geklappt. Ich habe es nicht geschafft, die Schrift in den Halter nach dem Drucken einzufügen. Die Schrift war zu groß oder die Öffnung im Gehäuse für die Schrift zu klein. So wie ich das hier sehe, bin ich schon fast der Meinung, dass das zusammengedruckt wurde mit einem Dual-Extruder. Ich habe nur den Ender 3 mit einem Mono-Extruder, da war mir das nicht möglich. Und wie gesagt, ich habe versucht, die Schrift reinzukriegen, ich habe es nicht geschafft. So sehen einmal die Files aus von der ganzen Sache und dann laden wir uns die Datei unter dem blauen Link wieder runter. Und dann würden wir jetzt mal rüber zu Kura gehen und gucken mal, was ich da eingestellt habe. So, jetzt sind wir in Kura. Ich habe schon die zwei Dateien reingeladen. Wundert euch nicht, die Schrift habe ich extra gedruckt. Ich habe das nicht so, wie es hier abgebildet ist, gedruckt. Ich wollte euch nur zeigen, dass das alles zusammen, wenn ihr das braucht, auch auf ein Druckbett raufpasst. Und dazu nehme ich jetzt erstmal die Schrift gleich erstmal weg. Bei der braucht ihr keine Einstellung, also beziehungsweise braucht ihr nichts zu beachten, nichts Besonderes. Ansonsten, ich hatte bei mir Füllung 100% eingestellt, ganz normale Auflösung 0,2 mm. Ich drucke hier mit einer 0,4er Düse auf Glas. Und ja, dann würde ich jetzt die Schrift erstmal wegnehmen, dass wir uns auf den Halter konzentrieren können. Jetzt gucken wir uns mal die Einstellung für den Halter an. Wie gesagt, ich drucke mit einer 0,4er Düse, die müsst ihr auch hier oben eingeben. Eine Schichtdicke 0,2, Linienbreite 0,4, alles soweit Standard. Anzahl der Wandlinien habe ich 3, er wird aber später 5 drucken. Wieso das so ist, weiß ich noch nicht genau. Da musste ich mich noch mal ein bisschen umhören, wieso das so ist. Vielleicht schreibt es mir auch unten in die Kommentare rein. Ansonsten unterste Schichten habe ich standardmäßig auf 3. Position der Z-Naht hinten rechts, beziehungsweise würde ich die jetzt nicht vorne links oder vorne rechts unbedingt machen, weil das sind später ja die Sichtflächen. Darum möglichst nach hinten. Fülldichte habe ich standardmäßig auf 20%. Das lasse ich auch erstmal so, weil wir haben ja hier keine große Füllung drin. Drucktemperatur ist bei mir 210 Grad. Temperatur der Druckplatte, wie gesagt, etwas hoch, weil ich auf Glas drucke. Fluss 100%, erste Schicht ein bisschen mehr. Druckgeschwindigkeit bleibt bei Standard. Einzug habe ich diesmal auch wieder aktiviert. Den lasse ich eigentlich fast immer an. Den Combing-Modus kann ich hier ausschalten, weil wir nicht über gedruckte Teile drüber fahren. Z-Sprung beim Einziehen habe ich aus, die Kühlung auf 100% ab der zweiten Schicht, das ist auch so eine Standardeinstellung bei mir. Stützstruktur generieren müsst ihr jetzt ganz wichtig einschalten, ihr müsst nämlich diese Bögen hier vorne, die hier vorne auftreten, diese Bögen, das müsst ihr abfangen. Darum Stützstruktur müsst ihr generieren und Druckbett berührend. Und dann erzeigt er euch hier eine schöne Stützstruktur. Druckplattenhaftung braucht man bei manchen Unterlagen nicht. Wenn ihr sagt, ihr habt eine gute Haftung, braucht ihr hier kein Brim. Ich drucke auf Glas und habe so ein bisschen Haftungsprobleme. Ich übertreibe es lieber mit dem Brim immer etwas und habe deshalb bei mir 22 Linien aktiviert. Das Ganze einmal slicen. Und dann gucken wir mal, was das Programm daraus macht. So, hier sehen wir Druckzeit 14 Stunden. Das können wir ja mit dem Drucker etwas beschleunigen. Und gucken wir uns mal die Vorschau an. So, hier haben wir jetzt die Stützstruktur, die uns generiert wurde. Und unten sehen wir den Brim. Wie gesagt, ich habe den Brim etwas übertrieben, weil ich bei mir ein bisschen mit der Glasplatte Angst habe mit der Haftung. Aber ich denke mal, das ist soweit ganz okay. Was ihr jetzt noch ab und zu mal, also was ich empfehlen würde, wo ich selber noch ein bisschen mit rumspiele, was aber super Ergebnisse bringt, ist der Abstand zwischen der Stützstruktur und dem gedruckten Objekt. Das ist hier diese Linie. Und zwar haben wir eine Schichtdicke von 0,2 mm. Wenn ihr jetzt hier einen Abstand von 0,2 mm eingibt, dann liegt quasi trotzdem diese Kante hier lose auf der Stützstruktur oben auf. Und darum habe ich es bei mir so gemacht, dass ich immer so 0,2 bis 0,4 mm unterhalb der
wie erkläre ich das jetzt, dass ich 0,2 bis 0,4 mm unter dem gedruckten Objekt bleibe. Also nicht ganz ein Layer, damit der oben, wie gesagt, nicht komplett frei schwebt. Dazu müsstet ihr bei Stützstruktur auf das Zahnrädchen gehen. Ja, super, Nico, hast du ganz klasse gemacht. Hättest du vielleicht erstmal darauf achten können, dass die Zuschauer das sehen, was du ihnen zeigen möchtest. Naja, auf jeden Fall sucht euch diesen Reiter unter dieser Stützstruktur aus. Ist ganz wichtig, dass ihr den habt, weil damit könnt ihr auch viel noch regulieren. Jetzt geht's weiter. Und da wir hier eine Layerhöhe von 0,2 mm haben, machen wir nicht ganz ein Layer, sondern dass er sich nur ganz, der soll quasi das gedruckte Objekt nur ganz sanft berühren. Und deshalb haben wir nicht 0,2, sondern 0,18. Umso mehr ihr hier unten Abstand nehmt, umso leichter kriegt ihr natürlich die Stützstruktur ab. Aber es ist halt auch gefährlich, wenn ihr einen zu großen Wert eingibt, liegt trotzdem das gedruckte Objekt nicht ordentlich auf der Stützstruktur auf und ihr bekommt unschöne Kanten oder einfach eine unschöne Optik. Ja, das ist soweit erstmal alles hierzu. So sieht es bei mir aus. Dann habe ich es, wie gesagt, durch den Drucker durchgehauen und ja, jetzt seht ihr das Ergebnis. Und es ist natürlich das passiert, was passieren musste, als ich noch keinen Brim aktiviert hatte. Darum rate ich euch, aktiviert den Brim. Wie wir sehen, hat es beim zweiten Versuch mit Brim funktioniert. Hier sehen wir die Unterseite. Wie gesagt, man sieht, dass es auf einer Glasplatte gedruckt wurde. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zum Endergebnis. Und was denkt ihr? Es sieht doch ganz gut aus. Also ich bin mit dem Endergebnis zufrieden. Die Passgenauigkeit stimmt und es sieht genau so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, bis auf die Schrift. Aber ich zeige euch auch noch den Druck von der Schrift, die ich aber leider nicht verwenden konnte. An dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer der klassische YouTube-Spruch, ein Daumen hoch wäre schön oder vielleicht sogar ein Abo. Haltet euch auf den Laufenden bei meinem Kanal, was gerade ist. Das nächste wird ein etwas größeres Projekt. Wir sehen weiter, was passiert. Ich wünsche euch noch was Schönes. Ciao, ciao.